Hallo meine Lieben, mein Name ist Rola, das ist mein erstes Video auf YouTube. Ich beschäftige mich gerne mit Beauty und Mode. Daher habe ich mir gedacht, dass ich einen eigenen Kanal auf YouTube eröffne. Und für das Jahr 2018 wollte ich direkt ab diesem Monat jetzt los. Und zwar habe ich hier das erste Produkt von Trend It Up in Bordeaux. Das ist die Nummer 90. Die Farbe finde ich ganz schön jetzt im Winter. Ich zeige euch mal, wie die Farbe aussieht. Das ist hier die Farbe. Hier habe ich noch eine zweite Farbe von denen. Das ist die Nummer hier 35. Die Farbe finde ich auch schön jetzt. Die trage ich auch gerne im Alltag. Ich zeige euch auch mal nochmal die Farbe von denen. Das ist die zweite Farbe. Und die kosten 3,45. Dann habe ich hier noch von Trend It Up auch die Lippenstifte. Ich habe hier das erste Lippenstift. Das ist ein dunkler Lippenstift, also das ist immer nach Geschmackssache. Ich finde die Farbe auch schön. Das ist die Nummer hier, die 49. Das ist die Farbe. Dann habe ich hier noch eine zweite Farbe von denen, das ist die 471. Das ist so bräunlich Bordeaux, so ein Mischmasch-Farbe. Also das geht so eher aber auf eine Lippe eher rötlicher als gesehen. Dann habe ich noch zweimal Lip Liner. Die Lippenstifte kosten 2,25 pro Stück. Dann habe ich hier noch zwei Lip Liner. Die kosten 5,95. Das ist von Essence. Als nächstes Produkt habe ich hier einen schwarzen Kajalstift von Catrice. Schwarz. So, der kostet 2,75. Dann habe ich einmal noch in Weiß, auch von Catrice, das ist das nächste hier. Die Farbe ist auch ganz schön weiß, der kostet 1,95. Dann habe ich hier von Catrice auch ein Augenbrauengel, auch von Catrice. Ich finde das auch, also den habe ich noch nicht getestet, den habe ich mir jetzt gekauft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die neu sind im Markt, aber ich wollte gerne die noch austesten. Das ist auch so ein bräunlicher, nicht dunkler und nicht heller. Ich habe die mittlere Farbe genommen. Die kosten 3,45. Dann habe ich hier noch eine Konturpalette von Essence. Auch mit Concealer. Also da kann man alles, ja, die Farben kann man für mehrere Sachen benutzen. Und die kostet 6,95. Die Farben finde ich auch ganz schön. Ich mache das jetzt hier auf. Das sind die Farben. Dann habe ich hier noch ein Wimperntusche, auch von Essence. Die kostet 2,75. Das ist ein Volumen, also Mascara. Die ist auch schön, die benutze ich auch gerne seit Jahren und ich kaufe die immer nach und nach. Also da kann man nichts sagen. Dann habe ich hier noch ein Korrekturstäbchen. Die braucht man auch immer. Wir Frauen, wir für Schminke, da geht immer was schief und dazu brauchen wir die auf jeden Fall. Die kosten 65 Cent, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Dann habe ich hier noch von Ebeline so eine Keratin-Haarbürste. Die fand ich schön jetzt. Die habe ich jetzt letztens auch bei DM gesehen und ich habe die einfach mitgenommen. Ich finde die Farbe auch schön. Die kostet ca. 7 Euro. Dann habe ich noch so eine von Ebeline auch so eine Bürste, Haarbürste. Die, ich weiß jetzt nicht, das ist nicht Gummi, also eher Gummi und keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, die Farbe finde ich ganz toll. Die hat ca. 4 Euro gekostet. Ist auch von Ebeline. Dann habe ich hier noch eine Haargummi, nennt man diese Spiralen. Die kosten 2,25. Die Farbe finde ich auch perfekt. Also da, die Farbe finde ich ganz schön. Ist auch so eine Geschmackssache. Also das ist auf jeden Fall. So, meine Lieben, das war's für heute mit dem DM-Produkte, also DM-Haul. Auf jeden Fall freue ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal kostenlos abonniert. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es Abend ist, schönen Abend. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao!